Hallo, Harley hier und willkommen zu Evolve. Ja, ein bisschen Action auf dem Kanal, wa? Nee, ich hoffe mal, jeder hat von dem Spiel schon mal gehört. Also ich gehe erstmal von aus. Also eigentlich ein Multiplayer 4 gegen 1. Eigentlich total grandios. Vier Jäger versuchen, ein Monster zu töten. Und man sieht jetzt schon, ich bin alleine, ne? Einsam und verlassen. Auf Stufe 1, weil ich hab's gerade mal gestartet, dieses komische Tutorial durchgespielt, weil ich mir dachte, das wollt ihr vielleicht auch nicht sehen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich hoffe mal, dass wenn ich alleine spiele, eigentlich auch immer als Monster unterwegs bin. Ne? Das ist mein Hauptziel, weil ich traue so zufällig zusammengestellten Gruppen eigentlich immer wenig. Man kennt das ja, ne? Es funktioniert halt meistens nicht. Außerdem würde ich gerne als Monster alle Leute zerlegen. Aber leider kann man hier für die Zufallsaussage nur festlegen, in welcher Reihe man spielen möchte. Also was man am liebsten möchte, das wäre halt das Monster, alles töten und zermatschen und was auch immer. Und halt das, was die vier Jäger halt so machen, ne? Wie Leute, also das Monster töten oder die anderen unterstützen, Monster einfangen oder Kameraden heilen. Ja, der Heiler steht ganz hinten, weil der Heiler ist für mich immer das Wichtigste und das kann ich meist nicht. Wenn es wichtig ist, ist das nicht meins. Ne, hab ich schon früher in meinen MMO-Zeiten gemerkt. Ich habe da zwar auch einen Heiler gehabt, aber der war nie gut. Also will ich damit hier erst gar nicht anfangen. Wie gesagt, wir lernen das jetzt sozusagen zusammen, weil ich das jetzt hier zum ersten Mal spiele. Und ich wollte zu dem Spiel auch erstmal wenig sagen, weil, wie gesagt, es gibt halt vier Jäger, die jagen ein Monster. Das Monster, das läuft erstmal weg, bis es eine gewisse Stufe erreicht hat. Das lernt es durch, oder schafft es, indem es Energie sammelt, also andere Kreaturen frisst, die halt auf diesem Planeten so rumlaufen. Und wenn das dann irgendwann die Maximalstufe erreicht hat, werden die Jäger zum Gejagten. Es gibt unterschiedliche Kreaturen. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt hier aufgestellt wird. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich sag einfach mal, wir suchen. Hier ist irgendwas mit Jagd, ist so ein Gefecht. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir können auch mal gucken. Gibt halt unterschiedliche Spielmodi anscheinend. Spiele im Modus Jagd mit Spielersuche eine Runde nach der anderen auf wechselnden Karten. Das wäre ungefähr das, was ich möchte, weil spiele fünf Missionen in einer dynamischen Kampagne, in der alle Spielmodi gespielt werden und in der die Spieler durch Siege und Niederlagen die Umgebung verändern. Klingt interessant, aber ich glaube, für fünf Missionen habe ich heute keine Zeit. Ein privates Spiel, ich habe keine Freunde, deswegen ist das schon mal gesperrt. Nein, mein Problem ist ja Terminabsprachen mit Bekannten oder anderen stellen sich bei mir immer schwer raus. Also machen wir einfach mal hier so einen auf Spiel suchen. Ich lasse mich jetzt überraschen. Vielleicht klappt es ja. Rolle wählen, Monster. Bin ich jetzt Monster? Ja. Die Jäger müssen das Monster finden. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt einstelle. Ich habe ja keine Ahnung. Spieleroptionen. Guck mal, irgendwas fängt jetzt an. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin total überfragt. Das geht einfach los. Ich weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas eingestellt oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Ladebalken gefällt mir schon mal unglaublich, weil er ist so schnell. Halte Ausschau nach gefährlichen Kreaturen. Beide Seiten können sie im Kampf zu ihrem Vorteil nutzen. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wer oder was ich jetzt bin. Ich bin einfach nur da. Ach, guck mal, jetzt kann ich mein Monster wählen. Ja, das möchte ich. Ah, und die muss ich erst freispielen. Okay, das kriegen wir hin. Wir wählen einfach, natürlich, wir sind auf Stufe 1, einfach den Goliath, weil wir sonst keine Wahl haben. Können Grundpunkte auf die Fertigkeiten verteilen. Drei Punkte haben wir. Was möchte ich denn gerne machen? Ich mag den Schmetterwurf, den habe ich jedenfalls im Tutorial gemocht. Rammen klingt cool und der Feueratem ist sowieso geil, ne? So. Einen Vorteil wählen, ich möchte schnell klettern können. Ich hoffe nur, dass ich nachher daran denke, welche Taste das nochmal war. Ich glaube, es war Shift. Viel schlimmer ist, dass ja meine ach so tolle Maus kaputt ist und ich jetzt auf die Tasten 1, 2, 3, 4 für die vier Fertigkeiten jetzt auf der Tastatur klicken muss und ich das nicht mehr an meiner Tastatur habe. Aber das kriegen wir hin. Jeder folgen oft deinen Spuren, nicht dir selbst. Nutze das zu deinem Vorteil. Das ist natürlich fies.
weil die wollen mir Aua. Ich bin mir auch sicher, ich bekomme hier anfangs voll einen auf den Sack, weil das gehört sich einfach so, wenn ich etwas mit anderen Leuten spiele. Ne? Ungefähr dasselbe wie wenn ich als Heiler unterwegs bin, da bin ich schon unfähig. Ich glaube, wenn ich der große böse Gegner bin, wird das nicht gerade die größte Herausforderung für die anderen. Aber das sehen wir ja hoffentlich gleich, wenn dieses Laden aufhört. Was war jetzt ein Schnappmaul? Ich habe nicht ganz zugehört. Zugelesen. Ne? Blitzleoparden sind auf den Rudeln unterwegs. Wenn du einen siehst, bla bla. Mammutvögel sind nicht von Natur aus aggressiv. Dann, wir müssen sowieso auf irgendwelche Viecher immer aufpassen, weil wenn wir andere Kreaturen töten, um selber stärker zu werden, lockt das Aasgeier oder anderes Gevieh an, das natürlich die Jäger auf unsere Position aufmerksam macht. Und ich fühle mich, Hilfe, Panik, es schneit. Ich mag es, wenn es schneit. Winter ist cool. Ob ich als Goliath natürlich auch gerade den schönsten Winter habe, das weiß ich nicht. Wir müssen erstmal gucken, man sieht jetzt hier über Rechtsklick, schaut der sich um. Und, schade, ich dachte, ich rieche was zu essen. Leertaste zum Springen, das klingt gut. Oh ja, da war was. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, jetzt komm her. Niam, 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 niam. Ich kann nicht springen, meine Leertaste macht es gerade nicht. Stirb, ich hab Hunger. Ich werde sowas von aufgemöbelt. Man sieht da oben jetzt diese schönen blauen Leisten, die sich da so vollfüllt, ist sozusagen das, was ich an Energie jetzt aufnehmen muss, damit das hier auch nachher alles funktioniert. Also zum Aufsteigen im Level. Ich glaube, ich werde gerade angegriffen. Das klang gerade eher nach Schüssen statt nach... Ja, das klingt wirklich nach Schüssen. Sackgasse? Ich kenne die Karte nicht. Umschalt. Ja, Umschalt ist... Ach, hallo. Du bist verlangsamt. Ah, ihr könnt mich mal. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin auch zu klein, um gut zu kämpfen. Ich drück die falsche Taste. Ich drück mal Schleichen, statt... hier, was ich eigentlich vorhab. Ach, scheiße. Böse Jäger, man sieht's, ich bin hier irgendwie eingesperrt, weil Käfig und so. Und ich drücke immer Schleichen statt Klettern. Und das ist wirklich cool. Ich will doch eigentlich nur abhauen. Ich bin doch zu schwach, um mich mit denen anzulegen. Lasst mich doch in Ruhe. Du bist verlangsamt, ja, das merke ich. Ich kann nicht springen. Kann ich noch klettern? Nö, kann ich auch nicht. Ich kann gar nichts. Ich mach euch jetzt hier. Lass mich in Ruhe. Ich hab's nett versucht und mir gedacht, ich haue ab, weil ich so schwach bin. Und jetzt hau ich euch. Dieses Kraftfeld jetzt weg, ja. Das Kraftfeld ist weg, ich muss abhauen. Ich will schon wieder nur schleichen. Ich will nicht schleichen, ich will abhauen. Schnell, 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 schnell. Ein bisschen klettern, ein bisschen laufen, irgendwo eine Ecke suchen. Ich kenne die Karten nicht. Ach, da sind sie schon wieder. Ja, ja, ich weiß, dass ihr da seid. Hier, vielleicht lenkt euch das ja ein bisschen ab. So ein Elite. Und jetzt darüber. Und festhalten. Und, die haben ja irgendwelche Jetpacks und wollen mich sowieso umbringen. Ich bin zu schlecht dafür. So, jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Holen wir uns das Vieh, solange es noch was... Eigentlich suche ich jetzt wirklich was zu futtern. Weil sonst komme ich hier ja nie voran. Gib mal was zu essen her. Schnell. Na, die kann ich nicht essen. Das habe ich vorhin schon gemerkt.
So, hier ist die Karte anscheinend zu Ende. War hier nicht irgendwo was zu essen? Ja, da. Ich will doch nur auf die nächste Stufe kommen. Lass mich was futtern. Futtern, 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 futtern. Und mich nicht schon wieder beschießen lassen. Das demotiviert mich immer so. Also man muss in das Spiel, glaube ich, erst ein bisschen reinkommen, damit das auch nachher funktioniert, ne? Na, hör mich auf! Lass mich los! Ich bin betäubt, ich bin verlangsamt, ich bin total mies drauf. Ich möchte ein Vieh fressen, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Ich versuch's trotzdem. Jetzt lauf mal ein bisschen. Ich kann doch eigentlich auch schleichen. Huch! Lass mich mal in Ruhe. Kümmere dich um die Jäger. Ein paar Vögel aufschrecken, sollen sie mal in deine Ecke gucken. Töte und friss Vieh. Ich versuche es. Ich versuche mich in Richtung Stufe 2 zu entwickeln. Es kann nur besser werden, als es derzeit ist. Ne? Werde ich schon wieder beschossen? Ach. Scheint so. Gib mir noch ein Tier. Wenn ich dann das nächste Mal entkommen bin, wenn sie mich nochmal... Finde einen sicheren Platz, um mich zu entwickeln. Hier anscheinend nicht. Immer irgendwie über die Berge. Huch! Da ist ein Gegner. Ja, ich hab's gemerkt, da seid ihr. Ja, Panik. Ganz große Panik. Fiese Gegner. Immer, überall, Menschen. Nein, Kraftfeld. Ah. Kann ich mich jetzt nicht... Ich dachte, ich könnte mich hier kurz mal entwickeln. Wenn ich hier schon in der Ecke stehe und nichts zu tun habe. Entwickeln gescheitert, entferne dich von Objekten. Das ist natürlich schlecht. So. So, die Zeit musste jetzt sein. Ich mache den und den und sage, okay, Entwicklung läuft 5, 4, 3. Ich weiß, das ist total Risiko, weil Gegner da oben möchte mir wehtun. Aber... So, jetzt bin ich Stufe 2, ihr verdammten Penner. So, erstes Vieh tot. Scheiß Menschengesocks Stier. Ich bring euch um, weil ihr es nicht anders verdient habt. Ich hasse euch. Stier, 3, 4. Ich hab so viele Tasten, das glaubt ihr gar nicht. Na, Rufus, du Penner, wo bist du hin? Ist der Rufus? Ist der wirklich Rufus? Ach, der Arme. 4 und was ich noch alles habe. Einfach planlos durch die Gegend springen? Ja, ich sehe dich da oben, Arschloch. Du versuchst also Leute zu heilen, wa? Ich weiß nicht, wer Daisy ist, aber Daisy sollte eigentlich in die Luft gehen, also brennen oder so. Hier, stirb, Fresh, wer auch immer Fresh ist. Fühlt sich frisch, wa? Da. Ich dachte, da wäre jemand gewesen. Na, komm her. Na, scheiß Jetpacks. Ich wollte die 2 drücken, nicht die 3. Fuck. Na.
Wo ist der nächste? Da hinten. Ja, stirb, Raffnus, Rufus oder wer auch immer. Was? Scheiße, verdammte Kacke. Ich hab... Naja, fast. Ich hab mich bemüht und kläglich versagt. Schließ ein Match ab. Yay, mache 2 Jägerkampf unfähig. Yay, das war nicht wirklich viel. Verursache ganz wenig Schaden. Verursache noch weniger Schaden. Verursache am wenigsten Schaden. Und noch weniger. Yay. Schaden? Weltweiter Durchschnitt. Oh, Leute. Oh, Leute, das dürft ihr gar nicht sehen, wie schlecht ich bin. Ja, Stufe 1. Charaktermeister. Achso, da kann ich mir die Sachen nochmal angucken. Das ist natürlich schön. Okay, Konzentration beim nächsten Mal. 9 Minuten für eine Niederlage. War ein bisschen traurig. Interessant ist, man sieht, wo man war, wie das Match lief. Und die waren immer hinter mir, diese verdammten Penner. Ich bin auch nie da oben gewesen. Oder? Oder? Nee. Ich hab mich nie... Ich bin, glaube ich, zu schlecht. Die finden mich nämlich immer wieder. Warte mal, der war fast platt. Der, oh, da kam er wieder und... Medik! Ah, schade. Ich habe mich nicht auf den Medik konzentriert. Das ist natürlich schlecht, sowas sollte man nicht machen, aber ich habe es versucht. Gut. Wir versuchen es dann mit einer nächsten Runde, wo ich mich hoffentlich besser schlage. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.